Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen einmal gemeinsam in die kommende Woche rein. Hier gibt es die Wochenbotschaft vom 20. bis 26. November. Ich hoffe, du bist gut in die Woche gestartet. Und ja, wir schauen einmal gemeinsam, was energetisch und praktisch auf uns zukommt. Du weißt, es ist eine Kollektivlegung. Bitte auch deine Themen umlegen. Und das will ich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Solltest du persönliche Hilfe, Unterstützung benötigen, schau unten vorbei. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und solltest du Interesse haben, an den Rauhnächten teilzunehmen, und zwar online, also in Videoform. Das heißt, ich begleite dich in deinem Tempo und dann, wenn du es magst und wann du es magst, also schau gerne unten vorbei. Ich liebe diese magische Zeit. Und finde sie immer ganz, ganz besonders. Und ich möchte mich auch von Herzen bedanken für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ja, und ich würde sagen, wir starten. Es geht Richtung Dezember, Richtung Ende des Jahres. Vielleicht spürst du schon diese magische Energie einer meiner Lieblingszeiten. Gerade die Vorweihnachtszeit finde ich unglaublich energetisch. Ja, hat irgendwie nochmal was Besonderes. Wir starten mit der Wochenbotschaft. Ich verbinde mich mit dem Seelenkollektiv und mit der Woche vom 20. bis 26. November. Was ist das Hauptthema in der Woche? Einfachheit. Einfach. Diese Karte darf dich in dieser Woche daran erinnern, dass du alles nicht so ernst nehmen sollst, dass du einen Gang runterschalten darfst und die Einfachheit des Lebens ja, downloaden darfst, höre ich gerade. Es geht darum, die Dinge, gerade die, die schwer, einem schwer erscheinen, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und sich gegebenenfalls Hilfe, Unterstützung holen, um leichter durch Leben zu gehen. Die Leichtigkeit, und es erinnert wie eine Schneeflocke, die runterfällt, kommt, indem du dich mehr auf deinen Atem fokussierst, gerade jetzt, wo es so kalt ist, dass du bewusst ein- und ausatmest, wenn du draußen bist und dir wirklich vorstellst, wie diese kühle Luft alles einsammelt und ja, dir Klarheit, Leichtigkeit schenkt und dich ein Stück weit anhebt. Also das bekomme ich gerade durch. Praktiziere das öfter mal, mehrmals am Tag. Du kannst natürlich auch das Fenster aufmachen und tiefe Atemzüge nehmen. Wichtig ist, dass du für diesen einen Moment bei deinem Atem bist. Also in dieser Woche dürfen wir Leichtigkeit erfahren. Wir dürfen uns befreien. Beziehungsweise das Befreiungsding, das ist irgendwie schon durch. Es geht darum, jetzt auch ohne Last wirklich zu genießen und weiterzuleben. Denn das ist ja auch oft so, wenn wir etwas loslassen, sei es emotional, energetisch, und wir fangen an, ja, das wirklich zu akzeptieren, dann fehlt uns manchmal etwas. Und das ist die Last. Über viele Jahre haben wir Dinge einfach so hingenommen, mit uns rumgeschleppt, und irgendwann, wenn man wirklich sich davon löst, was ja auch ein Prozess ist, aber von jetzt auf gleich ist es so, dass es leicht ist und man hat vielleicht im ersten Moment das Gefühl, dass was fehlt, und hier genieße die Leichtigkeit. Wir gehen in die einzelnen Tage, wir starten mit dem Montag. Ha! Balance, die Mäßigkeit, es geht darum, auch hier ins Gleichgewicht zu kommen, wieder aufzuatmen, den Alltag anzugehen. Es geht aber darum, generell ausgewogen zu sein. Es geht darum, dein Yin und Yang ins Gleichgewicht zu bringen, dass du selbst wieder mit dir ins Gleichgewicht kommst. Möglich, dass du vielleicht sogar eine Engelserfahrung hast, dass du dich mit Engelwesen verbindest oder eine Botschaft erhältst oder irgendwie dich mit Engeln beschäftigst, was liest, wie auch immer. Es geht darum, dass du
den Zugang zu dir verstärkst und das wirklich entweder in Form von der Stille, dass du dir wirklich einen Moment nimmst, dass du dir Zeit für dich nimmst, vielleicht Tagebuch schreibst, etwas aufschreibst, dich einfach wahrnimmst. Am Montag hast du die große Chance, etwas zu erkennen, ein Muster zu erkennen, was dich immer wieder aus dem Gleichgewicht bringt. Das Erkennen ist ein großes Geschenk, denn du wirst es in deinem Bewusstsein behalten. Was, ja, Mond, ne? Passiert hier noch? Ja, es geht darum, dass du emotional wieder ins Gleichgewicht kommst. Du wirst etwas tun an diesem Tag, entweder bewusst oder aber geführt werden, wo du merkst, dass du emotional wieder in Balance kommst. Dir wird etwas auffallen, was dich emotional immer triggert und deswegen, weil es dir bewusst wird, kannst du es künftig durchbrechen, dieses, ich sag mal, eher negative Muster. Jetzt hätte ich hier gern noch die Orakelkarten hier. Eine Karte für den Montag. Zwei Karten. Eva und Hoffnung, ja, zeigt mehr in die Yin-Energie, höchstwahrscheinlich bei ganz vielen aktuell Yang, also viel Arbeit, viel zu tun, vielleicht mehr in der Macherrolle. Und hier ist es so, hier darf der Ausgleich stattfinden. Und die Hoffnung ist auch, dass man das beibehält, dass man den Zugang zu sich selber stärkt. Das ist etwas, was dir sehr gut gelingen kann in dieser Woche. Wir schauen in den Dienstag. Sehr schön. 10 der Münzen. Fülle. Fülle. Du erkennst Zusammenhänge. Du erkennst Verbindungen, Sinnhaftigkeit hinter Verbindungen. Du erkennst Fügungen in deinem Leben. Zu gewissen Punkten und ich sage mal Haltestationen im Leben, wo man sich vielleicht manchmal gefragt hat, warum habe ich mir das überhaupt angetan, sei es der Job oder eine Beziehung, da macht es auch auf einmal Klick. Es geht darum, dass du die Verbindung erkennst, dass du ohne gewisse Stationen vielleicht nicht der Mensch wärst, der du heute bist. Und das ist ein großes, großes Geschenk. Es geht hier vielleicht auch innerhalb einer Gruppe oder mit Menschen, oder Familie, dass man zusammenfindet, dass man irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl aufbringt. Es geht darum zu erkennen, dass wir alle Menschen sind. Auch wenn uns Status, Kultur, was auch immer unterscheidet oder irgendwie schon separiert, wir sind trotzdem alle Menschen. Und ich habe so das Gefühl, dass in dieser Woche, dass es darum geht, dass du die Verbindung spürst zu allem. Für jeden natürlich unterschiedlich, was in welchem Thema hauptsächlich, aber es geht hier um die Verbindung. Ein sehr, sehr schöner Tag, harmonisch ausgeglichen. Ja, vielleicht neue Verträge, neue Abmachungen. Oder man spricht über mögliche Verbindungen, Verknüpfungen, auch hier Gemeinschaft oder aber auch ein Bund. Für viele kann es natürlich auch sein, dass sie überrascht werden mit einem Heiratsantrag. Aber es könnte hier um vertragliche Sachen sein oder auch mündliche Vereinbarungen, wo du merkst, das hier ist auch geführt. Das ist hier ein Geschenk. Wir haben hier 10. Die 10 das Schicksalsrad. Und ich habe das Gefühl, dass du in dieser Woche zu gewissen Menschen, Orten, Gegebenheiten geführt wirst vom Universum, da sollst du hin. Und möglicherweise wartet da ein Vertrag oder eine Verbindung. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie wollen die beide raus. Bienenkönigin und Verbundenheit, ist das krass. Ah, love it. Ja, Verbundenheit, darum geht's. Und es geht darum, dass du dennoch erkennst, auch bei der Bienenkönigin geht es um Verbundenheit, ne? Also der ganze Bienenstock, es ist alles ein Zusammenspiel. Es geht darum, dass du die ganzen Verstrickungen, und das meine ich sehr positiv, dass du alles auf einer ganz anderen Ebene verstehst, dass du
diese Verbundenheit zur Erde, zur Natur, ganz unterschiedlich für jeden, aber dass du das erkennst, dass du das fühlst. Und das wird dich erheben, denn wir haben hier sowohl den Wert und die Fülle, auch das Materielle. Und bei der Bienenkönigin, Zahl 11, Meisterzahl, geht es auch Königin, Wert, Fülle. Du erkennst deinen Wert und Menschen, also andere Menschen, spiegeln dir auch deinen Wert. Möglich, dass du wirklich von außen Feedback bekommst oder dass Menschen auf dich zukommen und vielleicht dir immer wieder das Gleiche sagen. Achte darauf, das ist deine große, große Stärke. Wow, cool, schön. Ja, wir schauen in den Mittwoch rein. Mittwochsenergie, 7 der Schwerter. Haben wir hier. Ich bekomme so ein bisschen dieses Gefühl von, ich will mich mit einer Sache nicht beschäftigen, ich will nicht zurück, ich will nicht irgendwo hin. Also so, als würde man sich am liebsten vor etwas drücken wollen. Und das könnte hier ja mit einer Sache zu tun haben, entweder mit einem Gespräch, mit Planungen, mit Auseinandersetzungen. Wir schauen mal tiefer rein. Worum geht es hier bei den 7 der Schwertern? Um eine Verbindung. Hier liegt der Herzensmensch. Also entweder geht es hier wirklich um deine Partnerschaft, vielleicht etwas, wo man sich auseinandersetzen mit muss, vielleicht Themen, Streitigkeiten. Ich bekomme es aber gar nicht wild. Es ist vielleicht auch einfach Diskussionen oder etwas zu regeln. Für viele hat das hier wirklich mit dem Partner, mit dem Herzensmensch zu tun. Für andere, solltest du hier Single sein, kann das natürlich auch mit Familienangehörigen zu tun haben oder guten Freunden, also Menschen, die dir wichtig sind. Es geht darum, dass man vielleicht aber auch das Bedürfnis hat, noch mehr für sich alleine zu sein. Vielleicht möchte man sich einfach zurückziehen. Das könnte hier natürlich auch sein. Ja, das ist spannend. Hier die Karte ist ja bei Nacht und hier haben wir Tag und Nacht. Also es könnte sein, dass man irgendetwas aus dem Weg gehen möchte oder dass man ja sowas wie eine Nacht nochmal drüber schlafen. Man möchte eine Nacht nochmal drüber schlafen oder man möchte etwas nochmal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht möchte man sich noch gar nicht äußern, noch nicht das Gespräch suchen, weil man das Gefühl hat, man ist noch nicht so weit. Man möchte erstmal irgendwie für sich sein. Das könnte hier möglich sein. Wir schauen in den Donnerstag. Page der Stäbe haben wir hier am Donnerstag. Da geht es um neue Ideen. Man ist hier begeistert von etwas, von jemandem. Man möchte etwas umsetzen. Sehr viel Tatkraft, sehr viel Kreativitätsfluss, sehr viel Begeisterung für etwas. Man schwingt hier den Kochlöffel, wollte ich gerade sagen. Man schwingt hier, weiß ich nicht, bei mir wäre es der Zauberstab, bei anderen der Kochlöffel. Man schwingt hier das, wofür du brennst, symbolisch. Worum geht's? Worum geht's beim Pagen? Es geht darum, dass du Klarheit bekommen hast. Klarheit und jetzt, dadurch, dass die Klarheit da ist, geht's darum, dass man loslegen will. Vielleicht hast du nicht genug Zeit, vielleicht weißt du nicht auch ganz, wie du es machen sollst oder wie du es direkt umsetzen sollst. Aber hier geht es darum, es möchte hier etwas aus dir rausspringen. Also sehr positiv. Gedanken, negative Gedanken ziehen weg. Es geht darum, ach je, jetzt fällt mir das ganze Deck schon hier um. Ja, es geht darum, dass du du möchtest einfach machen, du möchtest Kontakt, du möchtest kreativ sein. Worum geht es am Donnerstag hier? Eine Karte bitte. Nicht das ganze Deck. Ah, wow, ja, das passt. Wer bin ich? Es geht darum, dass du mehr erkannt hast, wer du bist. Dass du dich vielleicht mit noch tieferen Fragen auseinandersetzt. Dass du aber auch viel mehr
über dich selbst hier rausgefunden hast. Du weißt, wie viel wert du bist. Du weißt vielleicht genau sogar aktuell, was du als nächstes machen musst. Und jetzt willst du loslegen. Du willst, ja, du willst es umsetzen. Großartig. Freitag. Acht der Stäbe haben wir hier. Acht der Stäbe. Neuigkeiten. Ja, ich bekomme gerade die Info, Neuigkeiten. Vielleicht meldest du dich bei Menschen oder Menschen melden sich bei dir. Es geht auch da um Verbindungen, etwas vielleicht Kompetenzen, Ideen zu verbinden, zu verknüpfen, damit hier etwas Neues entstehen kann, vielleicht etwas Größeres, vielleicht, wie gesagt, neue Verträge, wie auch immer. Es geht darum, dass man viel im Austausch ist, viel im Gedankenaustausch, Impulsaustausch und man setzt um. Man setzt um. Worum geht's mit Acht der Stäbe? Jawohl, etwas, was dir lange im Verborgenen geblieben ist, wird dir glasklar. Es ist so, als hättest du auf einmal jetzt genau das richtige Werkzeug, höre ich, um loszulegen. Etwas, was dir bisher gefehlt hat. Ich merke so wie das letzte Puzzleteil, wo du jetzt denkst, oh mein Gott, ich hab's endlich, jetzt geht's los. Wissen wird dir zugeteilt oder du kommst in dieser Woche an Wissen, was deinen Wert noch mehr steigen lässt. Was bedeutet das? Das heißt, du weißt jetzt entweder ganz genau, was du wert bist, was du machen sollst, sei es beruflich, im Hobby, sei es in der Liebe oder was das alles für dich bedeutet. Es geht hier wirklich um die etwas größeren Fragen wie, wer bin ich? Das Blumenkind heißt, man hat ein bisschen von sich selbst wiederbekommen. Das bekomme ich hier. Etwas, was im Verborgenen lag, wo du wusstest, es ist die ganze Zeit da, du möchtest es wissen, davon wurde dir jetzt etwas gegeben. Und das ist ein großes, großes Geschenk. Dir wird ein großes, großes Geschenk in dieser Woche gemacht und das ist etwas, was du möglicherweise nicht anfassen kannst. Das ist etwas, was mit dir persönlich, mit deiner Aufgabe hier, mit dir selber zu tun hat. Also ein unglaublich wertvolles Geschenk, was man nicht bezahlen kann. Samstag. Samstag haben wir König der Kelche und die Gerechtigkeit. Zweite große Arkana. Es geht darum, dass du jetzt in der Lage bist, genau zu entscheiden, genau zu benennen, was dir bisher gefehlt hat. Denn es ist möglich, dass du es zuvor nicht so ganz benennen konntest. Und es geht hier darum, dass du viel mehr in deiner Wahrhaftigkeit bist, viel mehr in deinem Gefühl, in deiner Einzigartigkeit. Es kann sein, dass du in dieser Woche und genau nach diesen Erkenntnissen und nach diesen tollen Momenten, die du hattest, wo du dich besser kennengelernt hast, tatsächlich in manchen Situationen sehr radikal sein kannst, ohne verletzend zu sein. Zumindest ist das ja auch der Rat, sondern es geht darum, dass du dein Leben und dich selbst ins Gleichgewicht bringst. Ganz, ganz wichtig. Auch hier ein Hinweis, Meditation könnte dir noch einen weiteren Schlüssel oder auch Antwort auf eine Frage, die du hast, bringen. Eine Karte bitte für den Samstag. Es geht um dein Herz, es geht um deine Berufung oder deinen Beruf. Es geht darum, was du wirklich möchtest. Und dein Herz weiß ganz genau, was du möchtest. Und jetzt kannst du es auch benennen. Du kannst es umsetzen. Und für ganz viele hat das hier wirklich was mit dem Beruf zu tun, dass dir etwas klar wird, was du vielleicht verändern möchtest, was du erreichen möchtest, wohin du möchtest. Das kann sowohl bezogen auf deinen Beruf
dein Lebensweg sein, dein Potenzial, für jeden hier natürlich unterschiedlich. Eine Karte für den Samstag, Achtsamkeit und Vertrauen. Du spürst die Anbindung nach oben zu dir selbst. Du bist achtsamer bezogen auf dein Leben. Wie gesagt, dir wird einiges klar in dieser Woche. Und du richtest dich jetzt komplett neu aus. Auch deine Zukunft. Denn mit dem Gewinn, was du in dieser Woche bekommst, mit diesem großen Geschenk, bist du in der Lage, dich selbst jetzt noch in eine noch bessere Position zu bringen. Und was genau das heißt, ist natürlich für jeden ganz individuell. Kommen wir zum Schlusslicht, zum Sonntag. Wieder die 7. Nee, gar nicht. Wir haben Page der Kelche, vom König zum Pagen. Es geht so ein bisschen hier um vielleicht unerwartete Nachrichten, Mitteilungen, vielleicht aber auch um Erwartungen, um plötzlichen Besuch oder plötzlichen Anruf. Aus heiterem Himmel höre ich gerade. Eine Überraschung, eine liebevolle Überraschung. Jemand überrascht dich. Ja, doppelte Bestätigung, ne? Zweimal der Bote, du bekommst eine Nachricht, eine überraschende Nachricht, damit rechnest du nicht und mit dem Inhalt der Nachricht auch nicht, aber habe ich nicht gerade eben gesagt, die 7, hier haben wir die 7. Es ist sehr, sehr heilend und die Schlange steht hier auf der Schlange. Es geht hier um Heilung. Es geht darum, es könnte so eine Nachricht sein, wo du dann meinst, das kann doch nicht sein, dass mir das passiert, aber das im positiven Sinne. Und da meine ich, dass das wirklich ein Geschenk ist, dass du dadurch merkst, dass dir das passiert, dass etwas in dir und du in Heilung gegangen bist. Wie eine Synchronizität, vielleicht auch ein Wunsch, der in Erfüllung geht, wie auch immer. Aber das ist eine Botschaft, damit rechnest du überhaupt nicht und die könnte großes Glück bedeuten. Noch eine Karte für den Sonntag zum Abschluss, Lebensreise, ich sag's ja. In dieser Woche geht's wirklich um deinen Lebensweg, um dich, um deine Entwicklung, deine Zukunft, dein bisheriges Leben und um die weitere Reise. In dieser Woche bekommst du das große, große Geschenk der Erkenntnis über dich selbst, über ein Puzzleteil, was dir jetzt geschenkt wird, was dir fehlt. Und dadurch beginnst du einen ganz neuen Weg. Du begibst dich auf eine Reise und diese Reise, die wird großartig. Mit dieser Woche, glaube ich, treten wir einen ganz neuen Weg oder eine ganz neue Reise an. Das war die Wochenbotschaft. Ich werde es auch genauso stehen lassen. Schau sie dir gerne mehrfach an. Ich empfehle immer zu Beginn, Mitte, Ende der Woche. Schau mal rein und lass es wirken. Leg es auf dich um. Und ich wünsche jedem ganz, ganz viele wertvolle Impulse in dieser Woche. Und denk dran, es darf auch leicht sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und wenn du magst, bis ganz, ganz bald. Mach's gut.